Minecrafter, du kannst Items erweitern. Wir können uns spezielle Upgrades-Markte craften und mit diesen 6 Items erweitern. Von einem Item, was einen gigantischen Schneemeteorit spawnt, bis hin zu einem Apfel, durch den wir dunkle Fähigkeiten bekommen, ist alles mit dabei. Werdet ihr es schaffen, den Ender Dragon dadurch zu besiegen? Schaut das Video und findet es heraus. Okay Leute, als allererstes fällen wir erstmal einen Baum. Badidadidudi. So, machen wir uns auch noch eine richtig schöne Holzspitzhacke und bauen dann noch ein bisschen Stein ab. Oder noch ein paar Steintools craften. So, nice, Mann. Also schon mal richtig gut, dass wir in einem Schneebiom gespawnt sind. Denn wir brauchen hier auf jeden Fall ein paar Schneebälle. Denn wir können heute unsere Items upgraden. Und dazu brauchen wir auch noch unter anderem ein paar Schneebälle. Und damit wir unsere Items upgraden können, brauchen wir dieses Teil hier. Und dazu brauchen wir halt Gold und auch noch ein paar Smaragde. Ja, hier ist auch mal ein Dorf. Oh Gott, mal wieder richtig viel Glück am Start. Zumindest was vielleicht die Smaragde angeht. Oh, nice. Wir haben hier sogar das Iglo gefunden mit diesem Geheimgang unten. Digga, Leute, ich war 3 Wochen lang im Urlaub. Jetzt spielt ihr wieder das erste Mal Minecraft nach 3 Wochen und instant so viel Glück. Okay, Goldapfel auch sehr, sehr wichtig. Den brauchen wir auch. So, gibt es aber irgendwo Wildtür, die auch was traden? Okay, 15 Kohle für 1 Markt. Okay, er hat ja auch noch 24 Papier für 1 Markt. Das wird immer teurer hier. Gibt es eigentlich... Ah ja, hier ist ein Eisenkohle. Dann haben wir aber auch schon mal ein bisschen was hier in Eisen. So, nice, Mann. 5 Eisen. Damit können wir schon mal hier was anfangen. Okay, also ich habe jetzt hier im Dorf keinen Smaragd gefunden. Das Einzige wäre es wirklich, für 15 Kohle zu traden. Ich glaube, ich gehe wieder zum Spawn zurück und hole mir da die Kohle. Wobei ich nicht glaube, dass das da 15 Kohle waren. Okay, es könnte vielleicht doch 15 Kohle sein. So, nice, man. 22 Kohle sollte ausreichen. So, und somit haben wir schon mal unseren allerersten Smaragd. Okay, als nächstes werde ich mich auf die Suche nach Gold machen. Und ich glaube, ich mache mir auch schon mal eine Eisenspitzhacke. Okay, na, erstmal Leute, eine Höhle habe ich gefunden. Okay, schon ein bisschen Eis haben hier. Okay, da unten sind 6 Zombies. Digga, ist das echt jetzt? Ich glaube, ich hole mir erstmal noch ein bisschen Wasser, um mich damit Wasser irgendwie runterzulassen. Okay, Leute, rein da. Okay, die Höhle sieht echt fett aus. Digga, hier ist aber ein Ruined Portal. Das habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Ein Ruined Portal in der Höhle. Aber erstmal hier das ganze Eisen abbauen, weil ich brauche nämlich bessere Rüstung und so. Und wir haben auch schon unser allererstes Gold. Okay, wir brauchen 2 Barren und 2 Nuggets. Und ich glaube, das haben wir dann hiermit auch schon mal. Oh Gott, wir haben jetzt alles. Und wir craften uns jetzt unseren Upgrader. Das sind einfach Evolution Gems. Werfe das auf ein Item, das du verbessern willst. Okay, wir brauchen dafür mehr. Das heißt, wir brauchen noch mehr Smaragde. Gut, das habe ich jetzt nicht gedacht. Okay, wir haben aber schon mal 3 Items im Inventar, die wir damit verbessern können. Und zwar unsere Eisenspitzhacke, unseren Schneeball und auch noch unseren Goldapfel. Und ich denke, ich tue erstmal die Eisenspitzhacke hiermit verbessern. Okay, die sieht nice aus. Die Lightning Pickaxe. Okay, also sie tut alle Erze für uns alleine schmelzen. Und beim Sneaken schießt es einen Blitzstrahl. Okay, und dann verbessern wir hier mal noch unseren Goldapfel. White Dye Apple. Okay, ich würde sagen, den tun wir erst im Endessen. Weil so richtig krasse Dinge möchte ich halt immer erst im Endessen. Okay, Leute, da würde ich sagen, dann kann es losgehen. Okay, also wenn du mal ab abbauen ist mal nur ein Block. Und wenn wir sneaken... Oha, warte mal, können wir damit auch Obsidian abbauen? Ja! Oh mein Gott, ist das krass. Okay, und das tut die ganzen Erze automatisch schon schmelzen. Das ist geil. Und ich würde, glaube ich, einfach sagen, dass wir erstmal die Items upgraden, die wir hier an der Oberfläche bekommen können. Und erst danach die Items, die wir auch im Nether bekommen. Okay, also wir haben 42 Kohle. Das wird auf jeden Fall ausreichen. Denn somit können wir nämlich noch alle weiteren Items craften. So, dann würde ich sagen, dann gehe ich jetzt in die Oberfläche, trade das mit dem Villager. Dann tun wir unsere nächsten Items upgraden. Jetzt, Leute, geht's weiter mit dem Upgraden. Und so können wir einmal hier unsere Schneebälle upgraden. Ich bin gespannt, was das wird. Hier ist aber ein Mini-Schneeblock. Ein Winterorb. Okay, also mit Resteln können wir damit einen gigantischen Strahl abfeuern, der einen gigantischen Schneeballmeteorit oder so vom Himmel fallen lässt. Okay, ich hoffe, dass mich damit nicht selber umbringen. Ich würde sagen, wir tun es gleich mal ausprobieren hier an den Schweinen. Okay, Leute, let's go. Die Schweine sind out of render distance. So, jetzt aber. Okay, das ist cool. Okay, ich glaube, das könnte vielleicht im Nether hilfreich sein. Wenn wir es überhaupt spawnen können. Okay, unser nächstes Item ist die Schere, denn auch die können wir hier schön upgraden. Digga, das leitet dann da hinten weg. Okay, wir haben hier die Scarlet Scissories. Okay, es macht verdammt viel Schaden. Und wenn wir Blätter, damit zerbrechen wir, kommen OP-Items raus. Ich möchte sehen, was da für OP-Items rauskommt. Gold dafür, okay. Smaragdblöcke, yo. Okay, ich glaube, die Schere wird mein Lieblings-Item. Oh, denn die können wir nämlich auch upgraden. Okay, das ging schneller wie gedacht mit der Enderperle. Und zwar, wir haben die... Wow, das ist ein Schwert. Okay, Restklick, damit wir uns teleportieren können. Wenn wir es im Inventar haben,
bekommen wir irgendwas, wenn wir in der Enddimension sind. Gut, dann können wir uns das eigentlich das Netherportal bauen. Da müssen wir nur noch ein paar Lohnfarben und auch noch ganz wichtig bis Magma Slime. Okay, Portal ist fertig. Und bevor wir reingehen, noch mehr OP-Items holen. Okay, wir sind da. Und ich werde schon instant angegriffen von dem Gas. Ich glaube auf jeden Fall mega cool, dass wir uns halt mit dem Schwert teleportieren können. Wir sind hier durch viel, viel schneller. Und dann würde ich mal sagen, machen wir uns mal auf die Suche nach einer Fortress. Okay, nice, hier hätten wir noch einen Warp Forest, aber den brauchen wir jetzt dann nicht mehr. Okay, hier haben wir eine Bastion. Aber hier ist unser Magma Slime. Den müssen wir auch noch killen. Und das haben wir meinen. Okay, Leute, wir tun jetzt unser letztes Item upgraden, unser den Magma Creme. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Okay, ein Stab, ein Magma Stab. Okay, also wenn wir den Restklick machen, tun wir einen Magma Strahl schießen. Wenn wir ihn im Inventar haben, dann bekommen wir Feuerschutz. Ah, jetzt wollte ein Mob anvisieren. Dann spawnt über Lava. Okay. Gut, ich glaube, das brauchen wir auch nicht so oft. Ich hätte vielleicht den Einzel gefunden, wäre halt in diesem Bereich hier alles zu Feuer gewesen. Aber egal. Machen wir uns erstmal weiter auf die Suche nach einer Fortress. Oha, hier ist einfach mal nur ein Portal. Vielleicht können wir uns ja noch ein neues Portal bauen. Und ja, das können wir genug. Gut, weil da muss ich halt nämlich nicht mehr zum alten zurück. Und da ist einmal eine Fortress. Nice. Kann ich mich vielleicht gleich darauf teleportieren? Oh ja, easy. Ich denke, mit unserem Plünderung 2 Schwert soll es auch ganz schnell gehen, die ganze Lohnrouten zu farmen. Und da ist auch noch ein Spawner. Nice. So, und das ist dann unsere allererste Lohnroute. Okay, wir haben jetzt schon 8 Stück und gerade mal 4 oder 5 Lohn gekillt. Ja, ich denke, dass 16 Stück reichen sollten. Ich baue den Spawner jetzt ja ab. Dann machen wir uns jetzt hier ein schönes neues Portal und gehen dann wieder in die Oberwelt. So, die Enderperlen, die fahren wir einfach hier von den Bäumen. Und da können wir uns eigentlich auch schon auf die Suche nach dem Endportal machen. Gut, Leute, wir haben jetzt über 32 Enderperlen. So, und dann würde ich sagen, dann werfen wir erstmal das allererste Enderauge. Und es geht nach da. Wir sind einmal dran vorbeigelaufen. Okay, hier unten ist es. Nice. Da tue ich mir das ganz easy mit unserer krassen Spitzhacke. Okay, Leute, das Jungle ist hier. Okay, ich bin fast dran vorbeigebaut. Okay, jetzt müssen wir nur noch das Portal finden. Und ich könnte mir sogar schon fast vorstellen, dass wir das Portal mit dieser Spitzhacke vielleicht abbauen könnten. Aber ich werde es nicht ausprobieren. Okay, da ist man jetzt das Portal. Aber kann natürlich sein, dass die Silberfische größer geworden sind. Kommt nämlich irgendwie so komisch vor. Gut, auf jeden Fall jetzt alle Augen hier reinmachen. Und dann würde ich sagen, Leute, dann gehen wir rein in 3, 2, 1, go. Okay, da ist ein bisschen drin. So, und irgendwas kann das hier doch noch. Oh, wir haben Resistenz und Schnelligkeit und das hier. Okay, ich würde sagen, sobald der Ender Dragon landet, tun wir diesen Apfel hier essen. Und was ich gleich mal ausprobieren will, kann ich eigentlich hiermit auch die Kristalle zerstören? Ja, okay, sehr einfacher als gedacht. Okay, Leute, somit haben wir die Kristalle eigentlich auch schon alle Rucksack hier zerstört. Okay, wir müssten jetzt alle Kristalle zerstört haben. Oh, mich greifen wieder ein paar Endermans an. Können wir mal gucken, können wir hiermit das Bedrock abbauen? Ja, okay. Okay, leider macht die Lava dem Ender Dragon hier nicht viel Schaden. Aber er landet, okay. Wir essen jetzt hier diesen Apfel und ich habe es nicht ganz verstanden, aber wir sind damit in Spectator Mode. Und wenn an den Ender Dragon hier rangeht, hat er Schaden bekommen. So, weil wir haben ja hier genug Goldäpfel. Okay, ich würde sogar sagen, der Apfel macht sogar am meisten Schaden. Oh, ich muss aufpassen. Oh, wow, wow, wow. Okay, das war knapp. Das war knapp. Klar, der Ender Dragon landet. Wir killen jetzt hier mit dem Winterorb. Und wir haben ihn besiegt. Nice, Mann. Okay, mega nice. Ja, Leute, weil das war Minecraft, wir können unsere Items upgraden. Und mir hat die Challenge wirklich persönlich mega, mega viel Spaß gemacht. Und ich glaube, mein Lieblings-Item ist hier dieses Endschwert. Weil wir können uns damit einfach so krass schnell teleportieren. Und halt damit auch so schnell einfach fortbewegen. Aber schreibt immer in die Kommentare, welches Item ihr hiervon eigentlich am coolsten fandet. Und soll es noch sein und dir gefällt mein Content, kannst du natürlich noch gerne kostenlos ein Abo dalassen. Und auch noch gerne noch die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich würde es ein Like freuen. Und immer noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Ciao.